Übermorgen die Entscheidung, heute das Finale. Für die meisten Parteien ist an diesem Freitag der Wahlkampfabschluss. Wer da wo in Berlin aufgetaucht ist? Unsere Landespolitikreporter geben Ihnen einen Überblick. Als erstes geht's nach Mitte zu Dorit Knieling. Die SPD kämpft um jede Stimme, auch hier auf dem Gendarmenmarkt bei ihrer Schlussveranstaltung. Denn das große Ziel ist ja, dass Martin Schulz der nächste Bundeskanzler wird. Aber die Umfragen sind meilenweit davon entfernt, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Unter dem großen Thema soziale Gerechtigkeit, mehr soziale Gerechtigkeit, sind ja ganz viele Vertreter der Bundesspitze hergekommen. Auch viele Direktkandidaten, die hier in Berlin antreten und in den Bundestag einziehen wollen. Aber wenn man sich hier mal auf dem Gendarmenmarkt umsieht, so richtig voll ist das hier wirklich nicht. Aber auch Martin Schulz, auch er wirbt noch einmal für die Genossen. Und es geht darum, dass wir den Mut haben, mutig in die Zukunft zu blicken. Die nächsten 4 Jahre dürfen keine 4 Jahre des Stillstands und der Lethargie werden, in denen Angela Merkel das Land regiert, wie in den letzten Jahren nur noch müde die Vergangenheit verwaltet. Nein, was wir brauchen, ist einen Bundeskanzler, der den Mut hat, die Zukunft dieses Landes zu gestalten. Und dafür bitte ich um Vertrauen. In seiner kämpferischen Rede griff Martin Schulz die Kanzlerin mehrfach an. Über eine Stunde redete er hier vor einem größeren Publikum und warnte vor dem Einzug der AfD in den Bundestag als Totengräber der Demokratie. Er versprach unter anderem, für die Rente mit 67 einzutreten und bis zum Schluss um jede Stimme zu kämpfen. Soweit von hier, vom Gendarmenmarkt, weiter zu Iris Marx auf den Alexanderplatz zur Abschlusskundgebung der Linken. Also hier am Roten Rathaus ist es ordentlich voll geworden. Es sind bestimmt 500, wenn nicht sogar 600 Menschen hinter mir hierher gekommen, um sich auf dem Höhepunkt des linken Bundestagswahlkampfs nochmal so richtig in Stimmung zu bringen. Das Publikum ist total gemischt. Es gibt junge Leute, aber auch ältere Leute, die hier die roten Fahnen in der Sonne schwenken. Es ist bestes Wetter. Es hat sogar ein bisschen was von einer Sommerfeststimmung. Allerdings sind die Themen ziemlich ernst, die Menschen hier hingetrieben hat. Also was ich hier eben so gehört habe, das ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Das ist das Thema Rente und Pflege. Und das sind auch genau die Themen, die die Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht in ihrer Rede aufgegriffen hat. Nur wenn die Linke weiter Oppositionsführer bleibt, nur dann werden sie sich soziale Sauereien wie zum Beispiel die Rente mit 70 nicht trauen. Und deswegen jeder, der sich wünscht, dass es Druck gibt für höhere Löhne, für bessere Renten, jeder, der sich wünscht, dass ein Rechtsruck in diesem Land verhindert wird, der sollte am Sonntag unbedingt zur Wahl gehen und der Linken die Stimme geben. Es wird aus diesem Ton auch nochmal ganz klar deutlich, dass Sarah Wagenknecht mit einer Regierungskoalition aus Grünen, aus Linken und der SPD eigentlich nicht mehr wirklich rechnet und sich auf 4 weitere Jahre in der Opposition einrichtet. Und damit gebe ich ab an meinen Kollegen Boris Hermel, der bei den Grünen im E-Werk in Mitte ist. Ja, die Grünen, die wollen sich hier im E-Werk in Mitte nochmal einen richtigen Energieschub verpassen im Wahlkampf-Endspurt. Womit? Natürlich ganz marathongerecht. Mit Pasta, eine Pasta-Party in Grün, mit Bio-Gemüse selbstverständlich. Die beiden Spitzenkandidatinnen Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, die haben selbstständig zur Nudelzange gegriffen, wollen ankochen gegen die eher mageren Umfrageergebnisse von 7 oder 8%. Ihr Rezept, das schon den ganzen Wahlkampf durchzogen hat, Weltoffenheit, Kampf gegen den Klimawandel, Verkehrswende und klare Kante gegen alle Rechtspopulisten. Natürlich hat es auch wieder eine grüne Fahrraddemo gegeben, vom Lausitzer Platz am Nachmittag losgegangen, in Kreuzberg, übers Brandenburger Tor, bis hierher ins E-Werk. Und hier, da hat die Chefköchin Katrin Göring-Eckardt, die Spitzenkandidatin, die Marschroute vorgegeben für die Zielgerade. Wir haben gesagt, wir wollen dritte Kraft werden. Wollen wir dritte Kraft werden, weil das so besonders schön aussieht, weil das besser aussieht, weil das schick ist? Nein, bei der dritten Kraft geht es um die Richtung der Politik. Bei der dritten Kraft geht es um die Frage, werden wir in unserem Land in Zukunft ökologisch, gerecht, tolerant, weltoffen, europäisch sein oder das Gegenteil davon. Und deswegen, Grün macht den Unterschied und darum Grün am Sonntagabend. Platz 3, Platz 3, Platz 3. Auch wenn die Umfragen anders aussehen, die Grünen wollen kämpfen. In jeder der 36 Stunden, die ihnen noch bleiben, bis zur Öffnung der Wahllokale am Sonntag. Soweit die Eindrücke der Kollegen. Und die CDU
verzichtet auf eine eigene große Wahlkampfkundgebung. Morgen ist Angela Merkel noch mal in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Gerade eben ist sie Gastrednerin beim Wahlkampfabschluss der CSU in München. Und wir haben auch von ihr noch ein Statement vom frühen Abend aus Ulm zum Thema innere Sicherheit. Dass wir hier so friedlich auf diesem Platz diese Kundgebung abhalten können, das haben wir auch den Polizistinnen und Polizisten zu verdanken, die hier ihren Dienst tun. Und ich sage ein herzliches Dankeschön. Aber bei den Polizisten ist das so ähnlich wie bei den Pflegekräften. Nur ein herzliches Dankeschön reicht nicht, sondern man muss auch gute Arbeitsbedingungen haben.